Dresden im Februar. Neonazis instrumentalisieren den Jahrestag der Bombardierung für einen rechten Aufmarsch. Nach Polizeiangaben beteiligen sich rund 6000 Menschen an der Demonstration, darunter auch viele Jugendliche. Rechtsextreme Gruppen sind in Deutschland erfolgreicher bei der Anwerbung von Jugendlichen als etablierte Parteien. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie zum Thema Jugendgewalt, vorgelegt vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble zeigt sich alarmiert, denn 4,9% der 15-jährigen Jungen bekannten sich in einer Befragung zur Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Gruppe oder Kameradschaft. Die Zahl ist überhaupt nur erschreckend. Wenn sie null wäre, wäre sie befriedigend. Alles über null ist bei dieser Zahl nicht erfreulich. Im Mittelpunkt der Studie die Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen. Und die ist bei jungen Männern oft von Gewalt geprägt. Vor allem die sogenannten Ballerspiele hält der Kriminologe Christian Pfeiffer für gefährlich. Sie können Ursprung späterer Gewaltausbrüche sein und gefährden die schulischen Leistungen der Jugendlichen. Die Konzentrationsfähigkeit auf Schulisches leidet massiv, wenn der emotionale Höhepunkt eben das Computerspielen ist, mit einer gewaltigen Wucht von Bildern, die man im Kopf erzeugt und die einen dann nicht loslassen. Durch das sich selber in die Rolle des Täters begeben, identifiziert man sich mit Männer-Macho-Rollen, mit Dominanzmännern, die mit der Waffe in der Hand sich durchsetzen. Pfeiffer spricht von einer jungen Mädchenschere in der Gewaltentwicklung. Junge Männer bleiben die gefährdete Gruppe. Sie sind besonders empfänglich für Gewaltverherrlichung und können so selbst zu Gefährdern werden.